Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, über 4 Jahre Arbeit, 2300 Akten gesichtet, 62.000 Seiten staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten durchgesehen. Wir haben es gehört, über 130 Zeugenvernehmungen, ein über 800 Seiten starker Abschlussbericht als Ergebnis. Also wenn man diese Druckversion in der Hand hält, dann wird einem klar, wie umfangreich unsere Ermittlungsarbeit in dem vergangenen Jahr war. Umso zufriedener, glaube ich, können wir sein, dass man den äußerst komplexen Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsauftrag vollständig abgearbeitet haben. Ich glaube, das ist sehr gut und ein Erfolg, weil dieses gemeinsame Ergebnis ist ja auch nur durch eine gute und seriöse Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg gelungen. Daher an dieser Stelle natürlich auch von mir persönlich, wie auch von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier in diesem Hohen Hause, der Dank an die Vorsitzende Nadja Lüders und ihren Stellvertreter Herrn Christian Hart und sowohl dem Vorgänger, lieber Sven Wolf, auch Ihnen herzlichen Dank, die Sie ja bis April 2015 den Ausschussvorsitz innehatten. Ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen für die bei aller politischen Härte faire und professionelle Zusammenarbeit. Und damit fühlen sich bitte nicht nur die Abgeordneten, Kollegen, sondern auch die Referentin angesprochen. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und natürlich auch dem Ausschussreferenten Herrn Haberland und der Ausschussassistenz Frau Kowoll, die beide sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, von unserer Fraktion und von mir persönlich ganz herzlichen Dank. Das natürlich auch an den stenografischen Dienst und alle, die an diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss mitgewirkt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach der Auflösung des Landtags im Jahr 2012 war zunächst unklar, ob es eine Fortsetzung dieses Untersuchungsausschusses zu den Bauvorhaben unter der Leitung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen geben würde. Es gab Stimmen, die dies forderten und solche, die keine Fortsetzung der Untersuchungsarbeit wollten. Nicht zuletzt auch durch die Initiative der Piraten, das muss man der Fairness halber hier eindeutig so sehen und auch erwähnen, wurde der Untersuchungsausschuss dann im Dezember 2012 erneut eingesetzt und wir haben dies sehr begrüßt, weil wir das immer als Fraktion für absolut notwendig gehalten haben, die Skandale rund um den BLB lückenlos aufzuklären. Umso zufriedener sind wir jetzt, da wir die Untersuchung erfolgreich abgeschlossen haben. Und dieser Bericht, der nun vorliegt und der nun wirklich in aller Ausführlichkeit dokumentiert, was genau schiefgelaufen ist beim BLB und auch in der Politik, vor allen Dingen bei der Regierung Rüttgers von 2005 bis 2010, die ebenfalls hier ja eine hohe Verantwortung hatte. Denn alle Bauvorhaben, die wir untersucht haben, weil sie aus dem Ruder gelaufen sind, fanden unter schwarz-gelber Regierungsverantwortung statt. Teilweise waren sie vorher beschlossen, aber aus dem Ruder gelaufen sind sie alle in den Jahren 2005 bis 2010. Vielmehr war diese schwarz-gelbe Landesregierung sogar oftmals Auftraggeber für einige der Bauprojekte, die dann aus dem Ruder gelaufen sind und zu exorbitanten Kosten geführt haben. Man wollte beispielsweise, ist erwähnt worden, von Seiten der Rüttgers-Regierung beim Landesarchiv Duisburg ein, so steht es im Bericht, Zitat, herausragendes Gebäude mit architektonischer Zeichensetzung, Zitat Ende, anstelle eines kostengünstigeren Zweckbaus. Und man bekam ein herausragendes Gebäude mit architektonischer Zeichensetzung. Auch die Baukosten waren dann natürlich auch herausragend. Zwischenzeitlich war sogar eine Partyetage in der Dachspitze im Gespräch, wo die Landesregierung im Rahmen der Kulturmetropole 2010 Empfänge geben wollte. So hat uns das ein Zeuge geschildert. Die Funktionalität spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Auch das steht in unserem Bericht, ein gemeinsamer Bericht, um es nochmal an dieser Stelle auch so zu betonen. Bezahlen musste dies alles der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, nicht der Auftraggeber. Auch die Ausübung der Fachaufsicht durch das von Dr. Helmut Linsen geführte Finanzministerium spielte in unseren Untersuchungen eine Rolle. Mal war, wenn etwas schief ging, ganz allein der BLB verantwortlich und das Finanzministerium hatte nichts damit zu tun. An anderer Stelle wiederum, zum Beispiel beim Vodafone-Hochhaus, griff Finanzminister Linsen persönlich in Kaufverhandlungen ein und rühmte sich,
mit dem aus seiner Sicht guten Ergebnis. Verantwortung im Sinne einer effektiven Fachaufsicht sieht anders aus, meine Damen und Herren. CDU und FDP vertraten im Ausschuss zunächst die Linie, dass einzig und alleine die Strukturen des BLB daran schuld seien, dass unter ihrer Regierungsverantwortung so einiges schiefging beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes. So kann man es natürlich auch versuchen, sich der eigenen Verantwortung zu entledigen. Das ist in etwa so, als wenn sich der Bankräuber darauf berufen will, dass er unschuldig sei, weil es doch eine Lücke im Sicherheitssystem der Bank gegeben habe. Andererseits kann man nicht alles durch die strukturelle Gestaltung verhindern, vor allem nicht, wenn man jemand wie der ehemalige Geschäftsführer Ferdinand Tiggemann, der ja, wie erwähnt wurde, am Montag zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren Haft verurteilt wurde, mit solch hoher krimineller Energie agiert. Ein Urteil übrigens, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 7,5 Jahre direkt im Gerichtssaal verhaftet, was hart ist, aber was ich finde, angemessen ist und was auch gerecht ist. Ich möchte zum Schluss meiner Rede noch einen generellen Punkt setzen. Und zwar waren ja, und das hat auch die Vorsitzende erwähnt, unser Untersuchungsausschuss lief ja parallel mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Und unsere Herangehensweise war ja, die politischen Verantwortlichkeiten festzustellen. Und diese politischen Verantwortlichkeiten festzustellen, ist letztendlich eine wichtige Funktion von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in einer parlamentarischen Demokratie. Das unterscheidet, meine Damen und Herren, Demokratien von nicht-demokratischen Staaten. In einer Demokratie werden Dinge wie Korruption, aber auch politische Fehlentscheidungen aufgearbeitet, wie in diesem Fall, möglichst lückenlos, auch wenn dies manchen so natürlich nicht passt. Nur so kann man Licht ins Dunkel bringen. Und nur so können Verantwortungsträger, die versuchen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, gezwungen werden, ihre Verantwortung zu übernehmen. Untersuchungsausschüsse sind, wie auch unser Rechtsstaat im Ganzen, nicht zuletzt auch eine Drohkulisse für all diejenigen, die meinen, sich über Regeln hinwegsetzen zu können. In einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, kommt man damit nicht durch. Das hat Konsequenzen, strafrechtliche und in der Regel auch politische. Manches ist vielleicht nicht einmal strafbar, aber dennoch moralisch falsch. Und das spielt ja in der Politik auch eine Rolle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen, die uns wählen, müssen uns vertrauen können und wissen, dass wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dass dem dann auch nachgegangen wird, bis die Verantwortlichkeiten geklärt sind. Das parlamentarische Instrument hierfür ist der Untersuchungsausschuss. Und zu der Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat, ob der Untersuchungsausschuss etwas gebracht hat, kann ich nur sagen, ja, der Aufwand hat sich gelohnt. Ich glaube, dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss hat unserer politischen Hygiene, hat unserer Demokratie gut getan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.